Moin Leute, wenn man von Kohlenstoffdioxid, also CO2 hört, denkt man zuerst an globale Erwärmung oder Treibhausgas. Das Zeug ist mit 3000 Gigatonnen in der Luft und jährlich kommen durch den Menschen 36 Gigatonnen dazu. Das sind zwar nur 0,04% des Volumens der Atmosphäre, trotzdem ist es schlecht, da es stetig ansteigt. Als Treibhausgas wirkt es, weil es die Wärmestrahlung, die auf der Erde entsteht, immer wieder zurückwirft, während es die energiereichen Sonnenstrahlen passieren lässt. Dadurch wird's eben wärmer. Trotzdem ist das CO2 nur auf Platz 2 der Treibhausgase. Platz 1 hält der Wasserdampf. Was es sonst noch so zu CO2 gibt, kommt jetzt. Kohlenstoffdioxid oder kurz als Formel eben CO2 ist ein farbloses, eher unreaktives Gas. Es löst sich gut in Wasser und steht hier gelöst im Gleichgewicht mit der Kohlensäure H2CO3. Damit reagiert es in Wasser sauer, denn die Säure gibt größtenteils gleich ein Proton ans Wasser ab und wird damit zu Hydrogencarbonat, auch Bicarbonat genannt, also dem HCO3-Anion. Allgemein kann man es herstellen, indem man organische Moleküle, also Kohlenwasserstoffe wie zum Beispiel Propan, vollständig verbrennt. Aber auch aus der Verbrennung von elementarem Kohlenstoff entsteht das Kohlendioxid. Verwendung findet das CO2 in Lebensmitteln als Zusatzstoff E290. Egal ob Limo, Bier oder Sekt, gelöst und als Kohlensäure bezeichnet, ist es in vielen Getränken. Auch zur Verpackung von Lebensmitteln, zum Beispiel Grillfleisch, wird es verwendet, da das Fleisch unter CO2-Atmosphäre länger haltbar ist. In fester Form, als Trockeneis, wird es zur Kühlung verwendet. Der Vorteil hier gegenüber richtigem Eis ist, dass es mit etwa minus 78 Grad Celsius kälter ist und beim Erwärmen kein Wasser entsteht. Es kommt natürlich, wie schon angesprochen, in der Atmosphäre als Treibhausgas vor. Aber auch in den Ozeanen ist viel CO2 enthalten. Zum einen löst es sich im Wasser, zum anderen entsteht auch Kohlensäure, die als Hydrogencarbonate oder Carbonate in Salzform gebunden werden kann. Natürlich kommt Kohlenstoffdioxid auch im Kohlenstoffkreislauf vor. Hier ist die Photosynthese der grünen Pflanzen, also die Umwandlung von CO2 mit Wasser zu Zucker und Sauerstoff, eine der wichtigsten Gleichungen. Während bei der Zellatmung der Zucker unter Energiegewinnung wieder zu Wasser und CO2 verbrannt und abgeatmet wird. Wichtige Verbindungen sind zum einen eben die Kohlensäure, die mit in Wasser gelöstem CO2 im Gleichgewicht steht. In unserem Blut sorgt sie zum Beispiel über das Kohlensäure-Bicarbonat-Puffersystem für einen relativ konstanten pH-Wert. Daneben sind da als Verbindungen noch die Salze dieser zweifachen Säure, einmal die Hydrogencarbonate wie das Natriumhydrogencarbonat. Eine wichtige Verbindung und Hauptbestandteil von Backpulver, denn es setzt Kohlenstoffdioxid frei, was den Teig aufgehen lässt. Und dann auch die Carbonate, die sich in Wasser schwer lösen, wie zum Beispiel Kalk. Wichtig wird das Kohlenstoffdioxid selbst auch in den sogenannten CO2-Löschern. Wann man die einsetzt und wann man lieber mit anderen Mitteln löscht, seht ihr in diesem Video. Ansonsten haut rein, Leute, bis zum nächsten Video und ciao.